Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel und Thumbnail erkannt habt, geht es heute um der Weihnachtsreiter kommt. So, das kompliziertere Name für mich. Also wir spielen heute vermutlich beide, also einmal den und den hier. Schweinenachtsreiter Herausforderung und einmal, ja, das ist beides das gleiche eigentlich. Nimm dich in Acht und beim zweiten steht noch dabei. Wird bei Abschluss von Schweinenachtsreiter Herausforderung freigeschaltet. Ja, der Emote halt. In dem Team Turnier eigentlich Basic Turnier. Man kann nicht verlieren beim ersten, weil das casual ist. Beim zweiten, glaube ich, kann man. Ja, beim zweiten kannst du verlieren. Hier, also kannst du auch verlieren, aber die Loses sind egal quasi, weil du kriegst dadurch keinen Nachteil, außer dass du noch eine Runde spielen musst. Die Karten sind alle gleich, das ist normal. Und es gibt eine neue Karte, der Weihnachtsreiter. Dazu sage ich gleich mehr. Ihr könnt euch hier kurze Info durchlesen, wenn ihr möchtet. So, wir gehen mit den Belohnungen erstmal komplett durch. Und, oder wobei, davor sage ich nochmal, wir werden wahrscheinlich hier 3 bei Casual spielen und 3 hier. Ja, dass wir von beiden 3-3 haben. Vielleicht spielen wir hier mehr, weil das hier ein bisschen interessanter ist, wenn man da ablosen kann. Mal gucken. Auf jeden Fall, die Belohnungen gehen wir alle durch zusammen. Einmal beginnt es mit 3000 Gold. Dann einen, ich muss gerade gucken, wie der Trank heißt. Boost-Trank oder sowas. Also das, der boostet halt eine, eure Karten. Kartenboost-Trank. Ja, das ist ein Kartenboost-Trank in dem Fall. Also 3000 Coins. Kartenboost-Trank. 2000 Coins nochmal drauf. Also Gold. Einen Truhenschlüssel. Nochmal 1000 Gold. Und eine Goldruhe, wo ihr schätzen könnt, dass da 1000 Gold zwischendrin liegt. Ihr kennt die, nehme ich mal an. 4000 Gold nochmal dazu. Noch ein Kartenboost-Trank. Der geht übrigens eine Stunde nur. Also ein bisschen wenig, finde ich. Aber ne, falls jemand interessiert. 3000 Gold nochmal. Nochmal ein Truhenschlüssel. Nochmal 2000 Gold. Eine seltene Tauschmarke. Ein bisschen random, aber ja. 1000 Gold und ein Emote. Ja, was noch einmal. So, ich würde jetzt behaupten, der ist nicht limited, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber normalerweise ist da so ein legendärer Rand rum, der ist in diesem Fall nicht da, deswegen glaube ich nicht, dass er limited ist. Das Turnier hält noch 3 Tage und 10 Stunden, wenn es rauskommt, wahrscheinlich noch so 2 Tage und 12 Stunden ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, wir beginnen dann nämlich an, wir müssen nämlich an unser Deck bauen, genau. Die Karte kostet 5 Elixier, ich kann also nicht drauf drücken, um die Stats zu sehen. Und ich nehme an, wir kombinieren das mit meinem allgeliebten Random und wir nehmen auch den da direkt. 4,6er Durchschnitt. Ja, mal gucken, wie es wird. Bin gespannt. Der Schweinereiter oder der Weihnachtsreiter, wie ich ihn mitbekommen habe. Erstmal viel Glück an Charlie. Aber der Weihnachtsreiter, wie ich das mitbekommen habe, ist halt so eine Art Schweinereiter. An sich die Funktion wie ein Schweinereiter. Er hat ihn auch gesetzt. Nur sitzt dieser Schweinereiter so Geschenke halt. Und da kommen Effekte raus. Sowas wie Klon oder sowas kann da rauskommen. Und wenn dann anderes. Ja, das ist blöd. Mal gucken. Der Weihnachtsreiter so bringt, glaube ich, nichts alleine fast, weil die Tränke. Weil er gibt sich die Ardoch Rage, gibt er sich. Ich habe den Fan aus Raffek noch nicht, weil ich hohl bin. Ja, also wie ihr seht, er macht ein paar Trankeffekte. Kann alles sein, es kann Klon sein, es kann Rage sein, es kann sogar diesen Ghost-Effekt sein vom Royal Ghost, dass er nicht angegriffen wird. Es kann vieles sein. Und ja, ich spiele übrigens das Turnier relativ spät im Vergleich zu dem Tag, wo es rauskam. Ja, und ich passe auch gerade, ich bin gerade noch nicht so gut, muss ich sagen. Ich spiele gerade wirklich kacke, wenn der mich besiegt verdient bis jetzt. Ich wollte aber auch den Weihnachtsreiter zeigen. Deswegen, ja, ein bisschen meine Schuld, my fault. Magier, okay. Beide machen den Damage Drop, okay, Lord, dann hittet nur einmal. Nehmen wir aber. Okay, den Sparky dürfen wir nicht setzen, den Bowler brauchen wir gegen seinen. Wenn es überhaupt was bringt, ich glaube, das bringt nicht mal was. Boah, der Heilzauber ist auch drin. Okay, das ist cool. Ja, der Monk war jetzt ein bisschen dumm, aber wenn er Inferno Drachen setzt, können wir ihn wenigstens abwehren und dann mit Weihnachtsreiter noch dazu pushen. Okay, es wird sogar noch ein Tunnelgräber. Komplett okay. Geht klasse uns.
Ja, Musketeer wird wahrscheinlich verreckt. Ja, aber nee, überlebt sogar. Schweinertreifer und Dark Prince, damit die Effekte ausgelöst werden. Ja, hat er noch gut abgewehrt. Ja, okay. Wenn der Magier setzt Schneeball hier. Boah, er macht den. Er kriegt Heal. Oh Gott. Er hat auch ein bisschen Lag, aber. Ja, mal gucken. Wir müssen es irgendwie hinbekommen. Wir müssen Schneeball setzen und hoffen, dass der Mini-Pack ersetzt. Und ja. Ja komm, leck mich. Das hat er gewonnen. Ja, erstes direkt ein Loose. Ja, was soll ich dazu sagen? Erstes halt ein Loose, ne? Hat er gut gemacht, aber ich habe viele Fehler gemacht. Naja, wir gehen auf jeden Fall ins nächste Match rein. So, gegen Vincent 050. Viel Glück. Übrigens, ich spiele nicht nur mit diesem Deck. Ich weiß nicht, warum ich das eigentlich nochmal genommen habe. Ich habe das aus Frust genommen. Eigentlich sollte ich das Deck hier gar nicht spielen. Ich wollte halt gewinnen mit dem Deck. Und ja, eigentlich sollte ich das Deck gar nicht übernehmen. War gar nicht geplant. So, diese Mighty Miner, wie viel zieht der jetzt wieder ab? Okay. So, wird verlangsamt wieder, ne? Der war mal kurz OP. Naja. Vielleicht kommt da jetzt Wut raus. Ja, Wut, natürlich. Gut. Nee, war leider nicht ganz rechtzeitig, aber er kriegt einen Shot raus. Ist schön. Er spielt 2.6, also in diesem Fall 2.5. Nur halt mit kleinen Änderungen. Wie den Mighty Miner zum Beispiel. Ja, mein Bowler leidet. Er wird auch verrecken, nehme ich an. Aber, ja, hätte ich nicht viel retten können. Wir können ihn hier, ja genau, wir können den abwehren. Mit dem relativ gut sogar. Kein Hit kriegt er raus. Gibt sogar Spearcops aus, das heißt, er muss nochmal loggen und sowas. Firecracker kann er selbst mal fair, ich zwar nicht erwartet, dass er das spielt, aber kann er machen. Kriegen einen Hit raus, ist gut. Und wir machen King Tower mit Dark Prince. Schön. Fire Spirit muss noch was machen. Er macht ihn. Schön abgewehrt. Wir können unseren davor setzen, dann sammelt der Monk die Geschenke ein. Oh mein Gott, war die Fähigkeit dumm. Wobei geht sogar. Hätte es schlimmer sein können. Monk wird nämlich einmal nicht connecten, leider. Aber, ja, okay, doch, einen Hit haben wir bekommen, immerhin. Okay, schön, dass der Schweinereiter genau in dem Moment sitzt. Der Schneeball war leider ein bisschen kacke von mir. Oh, er hat genau den Effekt bekommen. Ja, er kann das easy abwehren jetzt mit Sparky. Schlecht für uns. Das ist halt wirklich insane schlecht für uns. Ja, Wut ist gut. Heilung ist gut. Schweinereiter kriegt einen Hit. Wir haben leider keinen Zauber im Deck, außer halt Schneeball. Ja, das war's wieder. Kacke. Ja, wir wechseln diesmal Deck. Aber gut, dann wisst ihr wenigstens, welches Deck ihr auf keinen Fall spielen solltet. Oh mein Gott. Ich bin jetzt zwar auch nicht der beste Spieler, aber come on. 2 Runden verloren mit dem Deck. Wir wechseln. Nächstes Random Deck. So, auch wenn ich dieses Deck eigentlich... Das sah nicht so kacke aus, aber naja. Nächstes Deck. Ja, sieht eigentlich schlechter aus, muss schon ehrlich sein. Aber wir nehmen's. Alter, ich gewinne einfach gar nichts casual damit, das ist schlecht. Wir können ja mal testen, was ist, wenn ich halt mit Wut mache. Schön. Ja, ist halt Damage gewesen, so, aber das. Er selbst macht ja jetzt noch mehr Damage. Ja, wobei macht er sogar nicht, haben wir abgewehrt bekommen, ganz gut. Und wir kriegen King Tower. Schmeckt. Und wir können dann Schweinereiter ersetzen. Oder Schweinnachtsreiter. Dann kriegt der andere Effekte. Oder der öffnet sie zumindest. Heilung. Nice.
dieses Ghost Dog ist wirklich ein OP-Effekt, wenn du den bekommst, weil der zerstört jetzt den Turm. Heilt sich sogar noch. Wir machen mal sowas hier und setzen den dann gleich Knick. Jetzt. Schön. Turm low bekommen. Diesmal schaffen wir es gegen Brunodus. Brunodus 1. Das können wir schaffen. Wir sind einen guten Vorteil, kriegen gleich wahrscheinlich den Turm. Ice Bird connected, okay. Ich denke mal, also ihr könnt aufgeben. Mal gucken. Tut er nicht. Ich würde sagen, die Firecracker können wir ja nicht wirklich abgewehrt, aber wobei doch, die connected nicht mehr. Aber unser Schweinereiter schon. Ja, Skelly Barrel mit ihm, Heilgeist und Wut können wir auf Hexe wieder setzen gleich. Schweinereiter mit Eisgeist. Ja, das war leider ein bisschen bad, das Skelly-Ball. Und vielleicht gehe ich auch zu aggressiv rein, aber ich habe die Hoffnung, dass wir nicht Schweinnachtsreiter setzen mehrmals. Dass der dann ausreicht irgendwann. Ja, schön. Free Crown. Und ja, gutes Spiel. Wir gehen in noch ein Match für Casual rein. Mit noch einem neuen Random Deck. Gut, wir hatten gerade unser erstes Win heute leider nach drei Matches mit diesem Deck. Wir wechseln das und zwar zu diesem. Ja, es hat dieser Lava-Hund, der macht es halt, oh lol. So, dieser Lava-Hund, naja, Durchschnitt 4,8. Wir machen es. Kriegen wir hin. So, dann würde ich behaupten, setzen wir ihn mal direkt zur Verwirrung. Oh, nee, egal. Er hat jetzt genau diesen Effekt bekommen. Okay, das ist schlecht für uns. Er hat den nochmal oder was bekommen? Warum wird der nicht denn? Okay, das mit dem Lava und das war der größte Fehler, den zu setzen. Das wird nur Lust deswegen. Oh mein Gott, wie traurig. Okay, zum Glück geht er auf King Tower. Weil wir müssen irgendwas anderes machen. Ja, guck mal, dieses Invisible ist halt schon krass. Okay, das war nicht zu viel Damage, ist noch gut. Ich muss Feuerwerk ransetzen. Ja, wir haben halt sehr wenig Leben noch im Turm, das ist so ein bisschen doof. Ja. Also er weiß auf jeden Fall, was er tut, so, ne? Also ich kann es nicht verhindern. Und jetzt ist alles teuer, was ich habe für Kobold, fast könnte mich backracken gefühlt. Oh mein Gott. Das macht's nicht besser. Okay, schade. Casual nur 1 gewonnen, Randomized mit dem Schwein nach Zweiter. Eigentlich gar nicht gut. Ich würde jetzt den Rest von Casual Spiel durchspielen und wir sehen uns dann bei dem richtigen. Ich hoffe mal, dass es da besser klappt. So, Leute.
Ich habe es geschafft, hat mich eine Weile gebraucht leider, aber ich habe es geschafft, die kausalen Herausforderungen zu machen. Hier können wir jetzt auch herausfinden, dass man 25 Gems nur payen muss, um nochmal zu spielen. Also es würde sich theoretisch lohnen, weil der Emote einen Wert von 250 Gems hat, wenn er nicht limited ist. Also wir gehen rein. Das war mein Deck übrigens vorher, das war genauso random. Und ja, wir nehmen noch ein Random Deck. So, das sieht interessant aus, 4,4 Durchschnitt. Wir nehmen es. Wir werden jetzt wahrscheinlich 3-4 Matches machen wieder. Mal gucken. Vielleicht läuft es hier besser, aber leider kann ich sagen, es lief in den letzten Challenges besser als hier. So, er macht gar nichts. Viel Glück an ihm. Okay, Mighty Miner ist wieder normal geworden, aber sieht man. Ja, kann man da so einen Mega Knight setzen und... Nee, Skelett lohnt sich gar nicht. Ich lasse das mal jetzt auch das sein. Ja, Kobold fast und Schweinereiter könnte geil werden, aber ne? Oh mein Gott, aber wir haben halt kein defensives... Also wir haben wirklich nichts Cooles zum Verteidigen. Wir müssen sowas Komisches setzen. Zum Glück wurde die Flugmaschine anvisiert. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen schlechter abgelaufen. Aber noch gut verteidigt bekommen. Wir machen mal sowas hier. Vielleicht bekommen wir die Kobolde dann sowas wie ein Sterblichkeit oder sowas. Okay, leider hat er halt... Leider, oh mein Gott, der hat so ein gutes Deck eigentlich dafür, für unser Deck. Also wir können halt so machen. Ja, ich hab's mir schon gedacht, aber ich kann dagegen nichts machen. Oh mein Gott, und der hat jetzt genau diesen Effekt bekommen. Okay, das ist natürlich lucky, das kann ich nicht verändern. Und gegen Flugmaschine ist unser Deck leider genauso scheiße. Ja, er hat halt gute Sachen gegen uns. Und wir in dem Fall halt nicht. Wir müssen gucken, was wir machen. Der Tonic-Leber ist halt auch nicht gerade wirklich effizient gewesen. Also wir mussten den halt setzen irgendwie. Okay, das war nur Lost von ihm. Wir machen mal so, vielleicht setzt das auf jeden Fall. Wir müssen hoffen. Okay, der Schweinereiter lasert. Der hat so oft unsichtbar bekommen und so. Das ist mega gut gewesen. Ich weiß noch nicht, wie wir verhindern wollen, dass seiner jetzt nicht durchkommt. Oh mein Gott, das war eigentlich so gut gewesen. Das war so gut. Mann. Das war eigentlich so gut. Aber mal gucken, vielleicht Piglins und das hier, vielleicht ist das der Hit. Oh, die sind unsterblich. Aber er hat eigentlich Feuerball, oder nicht? Er hat so ein Dings verbraucht. Barbell. Oh mein Gott, wir haben gewonnen, was? Okay, cool. Obwohl wir nichts gegen Luft hatten. Naja, auf jeden Fall neues Deck und ja, let's go. Okay. Wir machen ein neues Deck. Ja, gefällt mir gar nicht. 5,1er Schnitt. Na, no, ist nicht so das, was ich gerne habe. Gegen Dollarzeichen, Luis Dollarzeichen auf jeden Fall viel Glück an ihm. Und wir müssen mit einer Hexe starten. Ich würde jetzt auch ungern noch was setzen wollen eigentlich. Okay. Wir probieren mal Hexe und den Schweinnachtsreiter. Oh ne, bitte, ihr braucht Unsterblichkeit jetzt. Habt ihr aber nicht bekommen. Hexe ist tot. Geil. Wir können drei Musketiere setzen. Recken sie überhaupt den. Können die den überhaupt töten? Oder muss ich da noch. Oh mein Gott. Ja, also. Er hat sein Pack ausgespielt. Ich muss es irgendwie ausnutzen. Ich
Wobei der Freecoin nicht so der. Ach, oh Mann. Ach komm, du hast es verloren. Wir hatten ein sehr gutes Deck gegen uns und wir hatten keinen Luck am Anfang. Und das Deck ist auch shit, was wir haben noch dazu. Eigentlich ist das das größte Problem. Dass unser Deck einfach rotzt. Oh, weil egal was wir setzen, wir müssen dann, ja, also wir können jetzt in dem Fall zwei Inferno-Turm setzen. Schön und gut. Problem ist, wir haben es halt gegen Pekka nicht. Er kriegt halt sogar noch Invisible, ne? Aber naja. Er hat Feuerball-Sepp. Wir können, müssen versuchen, es mit unserem zu schaffen. Und der muss auch exakt im richtigen Moment dann so Invisible, jetzt am besten. Schade. Wir haben zwar Schaden gemacht, aber nicht, was ich mir erhofft habe. Schaffe ich es noch, die Hexe zu setzen? Ich muss sie setzen können, sonst gibt es ein Problem. Ja, ich setze sie ja logischerweise. Turm fällt dann logisch auch, weil so. Bubble war zwar schön, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so viel bringen wird. Kanone war gefällt. Ja, komm. Ganz im Ernst. Er hat einfach ein besseres Deck. Den habe ich auch, damit kann er nicht flexen. Und wir gehen ab ins nächste Match mit einem neuen Random Deck, weil das ist echt kacke. So, hier bin ich und ja. Besser auf jeden Fall. Besser auf jeden Fall. Ob es jetzt wirklich das ist, was ich möchte. Mal schauen. RBO oder Ribo oder wie auch immer. Auf jeden Fall viel Glück an ihn. Wir starten mal mit Pekka hinten rein. Er könnte jetzt mit Schweinereiter andere Lane kommen. Dann setzen wir einfach den Prinz, ist aber deswegen ja eigentlich kein Thema. Okay, interessant. Ja, machen wir mal diesen. Und diesen. Ja. Hat ziemlich geklappt, außer dass die jetzt halt Heal noch bekommen haben am Ende. Das war jetzt nicht geplant. Pekka wurde zwar übelst. Ja, wobei der lebt noch. Also der ist nicht ganz weg. Er wird halt nicht mehr wirklich. Oh ne, Luftpost in dem Moment gesetzt. Ja, wie Trash, hat das Geschenk nicht mehr geöffnet. Oh mein Gott. Okay, wieder mal einen schlechten Start für uns. Ja, wir können nicht viel machen. Das ist auch noch so eine Sache. Wir dürfen Pekka nicht verbrauchen, er hat E-Box. Okay, immerhin macht er das, dann dürfen wir ihn Print setzen. Wir machen keinen Bubble, weil er könnte zünden. Genau. Er kriegt den Turm sogar. Der Prinz hat nicht mehr was gemacht. Er kriegt den Turm nicht ganz, aber so tot fast. Jetzt kann er Skellies oder so setzen. Ja, oder das. Das Schlimmere ist, ich muss so eine Scheiße hier setzen, weil ich darf mein Pack halt nicht verbrauchen. Ja, und jetzt muss ich den halt setzen, den Pekka. Er wird aber, glaube ich, so oder so den Turm kriegen. Ja. Da ändert der Pekka nichts dran, eigentlich. Auch ich habe gerade überlegt, ob ich den lassen soll, aber können wir nicht machen. Es ist halt wieder ein sehr gutes Deck gegen uns. Und er hat auch Luck gehabt mit dem Schweinereiter gehabt, dass er Klonzorst hatte. Es ist einfach, naja, mit Blending Deck ein bisschen zu schwer vielleicht zu spielen. Man kriegt halt aber auch einfach die Türme tot. Also wir haben einfach so einen Turm von ihm wiederbekommen. Das ist halt so eine Sache. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Ich kann Barbarren versuchen, aber ja, also ein gutes Barbarren, aber es reicht halt nicht. Ja, hat er gut gemacht. Ja, unser Deck weiß irgendwie auch nicht wieder so der Knaller. Mal gucken. Ab ins nächste Match. Mit einem neuen Deck natürlich dann auch. So, ich bin wieder da. Und ja, sieht besser aus.
Wir kommen in die richtige Richtung. Eric XD. Viel Glück an ihn auf jeden Fall. Morgen hinten. Und Abmarsch. Ja. Kann er halt machen, so. Kein Thema. Ich glaube, wir setzen ihn vor. Ich weiß aber nicht, ob wir das so wollen, aber machen wir mal. Ja, das bringt halt auch nichts so, ne? Was wir da jetzt gemacht haben. Wir müssen den connecten lassen. Außer er zündet nicht, aber das ist natürlich dann noch besser. Er hat seinen Log verbraucht. Aber er hat einen Föhn, ist okay. Dann hat er halt den Ofen verbraucht. Ist ja so ziemlich dasselbe. Also, was heißt dasselbe? Er hat halt mehr Elixier verbraucht als wir mit unseren Mauerbrechern. Und dafür dürfen wir dann sowas machen. Ich hoffe, da kommt noch ein gutes Geschenk. Nein, gar nicht gut. Oh Mann. Überlebt es überhaupt der Dark Prince? Ja, immerhin. Dann können wir hier einen Heiler setzen. Was wird denn jetzt zum Lock? Wieder? Nee. Okay. Ja, Golden Knight müsste reichen. Und damit er nicht Charge Monk. Okay. Er kriegt den. Ja, okay. Das ist, hätte ich ein bisschen früher wissen sollen. Aber unser Turm darf noch bleiben. Wir machen mal einen Mauerbrecher und zünden direkt. Ja, er hat es richtig gemacht. Leider. Wir machen mal ihn und die Dinger, auch wenn er loggen könnte. Weißt du, und da kommt dann Invisible auf einmal. Aber gut. Ich scheiß mal drauf. Oh, er hat Feuerball gewastet. War leider ein bisschen egal für uns aber auch, weil... Naja. Es wäre schön, wenn wir den Turm noch kriegen, aber glaube ich nicht. Nee. Schade, wir verlieren nur. Oh, sorry, falls gerade ein bisschen zu laut war. Oh, das klingt. Ach, come on. Ich würde sagen, noch ein Match machen wir. Ob Win oder Lose, egal. Und ja, das wär's dann. Nochmal mit Random, aber Neues. So, ich habe vorhin aus Versehen einmal random gedrückt. Ich würde dann nochmal drücken. Einfach, ja, damit ihr das live sehen könnt. Und es wäre dieses Tag hier. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Okay, wir nehmen es. Wir haben keine Wahl. Letztes Match. Ich glaube nicht, dass ich es gewinne. Die Randomized Challenge ist generell bei dem Turnier irgendwie sehr wild. Also die ist wirklich schwer. Ich weiß zwar nicht, wieso die. Oh mein Gott. Ich weiß zwar nicht, warum die in diesem so schwer ist. Aber die ist bei dem Turnier, finde ich, viel schwerer als normalerweise bei den Turnieren. Ich meine, wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, ich spiele die meisten CR-Challenges und mache oft Challenges dazu, wie Random Deck oder so, weil ich mir immer denke, so ja, sonst wird es zu easy. Aber dieses Mal. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist halt schon schwer mit Randomized Deck, viel schwerer als ich dachte. Und der hat jetzt wieder meinen Turm. Ich meine, kann auch dran liegen, vielleicht dass ich wirklich mega Kack-Decks bekomme. Aber ich habe fast zwei Türme wieder verloren. Und ich kann es nicht mal verhindern. Ich kann jetzt sowas machen und hoffen, dass er keinen Zap Lock oder sowas hat, ne? Barb Barrel Schneeball, der darf halt sowas nicht haben. Aber er hat's halt, weil das auf Course jeder hat eigentlich. Ich muss meinen Turm jetzt auch fallen lassen. Guck mal, er kriegt halt genau Invisibility, also komm, das ist halt irgendwie auch super Luck, was der jetzt hatte. Das ist halt auch bei den anderen passiert ein bisschen so, aber darum geht's jetzt eher weniger. Okay, ich hab einen Baby Dragon, ja, egal. Ah, ist das krampfhaft.
Guck mal, wenn ich Invisibility gebrauche, kriege ich eigentlich sowas komplett Unnötiges wie Heilung. Das Deck ist aber auch Trash. Ich habe nur das als Bodenkopf. Und das wird nichts bringen. Ja, okay, wir machen noch eins. Mario hat er geschafft, aber das Deck war wirklich mega absurd. Ich hab mega das scheiß Content. Zumindest, wenn ihr bisher geschaut habt, dann hat es euch ja gefallen. Naja, noch ein letztes Match machen wir. So, vielleicht mit einem entspannteren Deck. Es ist halt mal ein billigeres Deck jetzt endlich mal auch. Freut mich. Freut mich wirklich sehr. Okay. Dann nehmen wir mal. Ja, noch mal gucken, ob sowas hier klappen könnte. Oder können die Geschenke nur Boden? Ne, die können auch Luft. Er hat Magie, er hat legit. Weißt du, von allen Spielern. Okay, immerhin ist der jetzt invisible mal. Mit Klon, okay, das war gut. Heilung ist auch gut. Ja, endlich. Ich habe mal Glück bekommen. Ja. Deswegen haben wir jetzt einen Turm fast. Wir können Goblin sitzen. Druck aufbauen. Muss er verteidigen. Außer er lässt Turm fallen. Okay, er lässt Turm fallen. Schön, dann steht es 1-0. Er geht mit Mini-Packe rein. Wir machen Nightwish Schilden. Nightwish hat sogar gut gedefft bekommen. Wir können mal hier noch. Oh no. Rage, jetzt einmal Rage bekommen. Gar nichts bekommen. Aber wir können so machen. Müsste regeln. Ja, müsste ziemlich gut geregelt haben. Okay, gut, das Holz hat er noch gelegt. Ich glaube, der Mini-Packer stirbt. Oh, komm. Dann hätte ich ja doch noch was setzen sollen. Shit. Egal. Wir machen einen Push. Wir können ihn Turm ruhig lassen. Klonen ist eine gute Sache gewesen gerade. Invisible, auch cool. Gibt der drauf, oder was? Ich weiß es nicht. Immerhin haben wir gegen Bardia gewonnen. Oder Bardia, wie auch immer. Das letzte Match haben wir noch gewonnen. Immerhin. Free Crown auch. Schön. Aber von mir hoffe ich, euch hat diese Folge Clash Royale gefallen. Ich habe nicht viel mehr zu sagen dazu. Immerhin habe ich den zweiten noch bekommen. Ich werde das Turnier natürlich noch für mich selbst zu Ende spielen, damit ich auch den Emote bekomme, alles. Und ja, Tipps kann ich da nicht viele geben. Also ist halt eine Karte, so Schweine. Ich kann auch nicht draufdrücken. Deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, ob was das genau kann. Ich nehme an, es ist einfach ein normaler Schweinereiter an sich. Auf jeden Fall hoffe ich, hat dieses Turnier gefallen. Wenn ich mal ein nices Turnier, Weihnachtsreiter, geile neue Karte, also neu ist jetzt, es ist neu, aber es ist keine richtige Karte, ihr wisst, was ich meine. Geiles Turnier auf jeden Fall. Könnt ihr gerne nächstes Jahr wiederbringen. Also es war nett, es ist auch schwer. Und vielleicht machen wir es nächstes Jahr ohne Challenge oder mit einer anderen oder schwerer, was auch immer. Dafür auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt nochmal noch da für mehr Clash Royale. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich habe nämlich noch ganz viele andere Sachen. By the way, State of Decay geht ab morgen weiter. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao. Leute!